würde mich freuen, wenn allgemein mehr Frauen im Ingenieursbereich studieren würden. Und natürlich auch vor allem im Maschinenbau, da der Trend immer ein bisschen schwankt. Es gibt Jahrgänge, da sind mal mehr Frauen dabei, mal weniger. Jetzt im neuen Jahrgang haben wir tatsächlich wieder eine Frau mit dabei und ich würde mir wünschen, dass es mehr wird. Ich hatte schon immer ein großes Interesse an technischen Systemen und deren Funktionsweise, wie das alles funktioniert, weil von außen sehen kann es ja jeder, aber was dahinter vorgeht, das ist eher so das kleine Geheimnis. Und da ich auch gerne sehr kreativ bin, hat der Maschinenbau eigentlich perfekt gepasst, da man sowohl das Technische als auch das Kreative miteinander verbinden kann. Und ich komme aus der Region Nordhausen, habe auch viel, viel Gutes schon über die Hochschule vorher gehört gehabt und von daher war die Entscheidung für mich relativ einfach. Der Maschinenbau an sich ist sehr, sehr vielseitig. Da es zum einen vom klassischen Sinne des Maschinenbaus, also Konstruktion und Auslegung von Maschinen oder technischen Systemen, bis hin zur Automatisierung, Elektrotechnik und auch bis zur Produktion geht. Also man hat im Prinzip alles dabei, von der Technik bis zur Wirtschaft. Im Grundstudium, das heißt in den ersten beiden Semestern, haben wir mit allen Ingenieurstudiengängen die Grundfächer Mathematik, Physik, auch Programmieren und ja, alles Mögliche zusammen, sodass man über alles erstmal ein Grundlagenwissen bekommt, auch über BWL. Ab dem dritten Semester fängt dann sozusagen das Hauptstudium an. Da haben wir dann auch mehr die technischen Fächer, die mehr direkt auf den Studiengang Maschinenbau abzielen, also Maschinenelemente, auch Automatisierungstechnik, Regelungstechnik, technisches Zeichnen, sowohl von Hand als auch am Computer mit CAD-Programmen. Und ab dem fünften Semester kann man dann auch Wahlmodule wählen und kann sich damit im Prinzip schon mal in eine Richtung vertiefen, zum Beispiel in Richtung Konstruktion, Automatisierung oder halt auch Produktion und so weiter. Wir haben im Maschinenelemente 3 Beleg, haben wir ein Getriebe nachgebaut sozusagen. Also wir hatten ein Motorradgetriebe gegeben, an dem wir uns orientiert haben und unsere Aufgabenstellung war im Prinzip ein Getriebe, was die gleichen Übersetzungen hat und in etwa die ähnlichen Maße im CAD nachzubauen und vorher auch natürlich zu berechnen, auszulegen, sodass das alles mit den Belastungen und Ansprüchen funktioniert, das alles hält. Das heißt, das war eine sehr umfangreiche Arbeit, ein sehr umfangreicher Beleg, aber das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil man mal alles, was man in den vorherigen Semestern hatte, anwenden konnte. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben einen 3D-Drucker an der Hochschule. Das heißt, wenn man in Projekten oder auch so für sich selber ein Projekt hat und das gerne mal ausdrucken möchte, wie das Differentialgetriebe, kann man einfach zu den entsprechenden Leuten hingehen, nachfragen und dann bekommt man das auch gedruckt. Oder auch wir haben über Umwelt- und Recyclingtechnik haben wir Kompostieranlagen, glaube ich, in der Hochschule stehen. Wir haben ein Windkraftrad stehen und allgemein haben wir sehr, sehr viele Sachen eigentlich für so eine kleine Hochschule bei uns. Das heißt, wir haben auch eine Werkstatt, wo eine Drehbank steht, eine Bohrmaschine, wo man auch mal praktisch was wirklich mit den Händen bauen kann. Beim Maschinenbau kann man schon nach dem Bachelor gut ins Berufsleben einsteigen, da Maschinenbauingenieure überall und immer gesucht werden. Und ich persönlich will dann noch einen Master hinterher machen und dann in Richtung Konstruktion und Entwicklung gehen. Einfach damit ich mich im Master noch mal ein bisschen mehr vertiefen kann, ein bisschen mehr theoretisches Wissen noch habe, was ich dann im Beruf anwenden kann. Und Berufschancen sind eigentlich immer sehr, sehr gut für Maschinenbauingenieure. Man sollte auf jeden Fall großes Interesse an Technik haben, sowie auch ein gutes mathematisches und physikalisches Verständnis, weil Maschinenbau ist schon sehr anspruchsvoll und man hat sehr, sehr viel Mathe, das sollte man nicht unterschätzen. Physik ist auch wichtig für Werkstofftechnik vor allem auch. Und ja, vor allem den Spaß an der Technik und daran auch kreativ zu sein.
Ich selber war auch im Ausland. Ich war im dritten Semester in Litauen. Und das Schöne ist, dass die Hochschule einen super gut dabei unterstützt. Das heißt, man geht hin mit der Idee, okay, ich möchte ins Ausland. Und selbst wenn man noch nicht weiß, wohin, die Hochschule hat sehr, sehr viele Kooperationspartner, nicht nur in Europa, auch außerhalb der EU. Und man wird vollkommen unterstützt, man wird begleitet, auch während man im Ausland ist, wird man, wenn man irgendwelche Probleme oder Fragen hat, unterstützt. Und ja, ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, mal ins Ausland zu gehen und ein Semester zu nutzen. Hat halt den Charme von einer Kleinstadt, sage ich mal. Es ist keine Großstadt, wo sich alles verläuft, wo unglaublich viele Menschen sind. Man hat auf relativ kurzen Wegen auch direkt die Natur um sich drumherum. Das heißt, man kann schön wandern gehen. Man hat den Harz in der Nähe, wo sich Wandern und Fahrradfahren natürlich sehr lohnt. Aber auch in Nordhausen gibt es viele Sportvereine, wo man hingehen kann. Oder auch allgemein am Kiesschacht, was ein absolutes Highlight von Nordhausen ist, kann man im Sommer sehr, sehr gut baden gehen, kostenfrei. Wird auch sehr gerne genutzt von allen Studierenden und allen Bewohnern rundherum um Nordhausen. Ja, dann haben wir auch noch ein paar Studentenclubs. Einmal direkt auf dem Campus und daneben, sodass es auch für die Studierenden Feiermöglichkeiten gibt oder sich mit Freunden zu treffen. Andere Bars, Cafés, Diskotheken hat Nordhausen auch. Also trotz dass es so klein ist, ist es sehr, sehr gut ausgestattet mit allem, was man sich wünschen kann.